Miau, willkommen zurück in Tomb Raider 1 im Grab von Qualopec. Ich habe nochmal diesen Spielstand geladen, weil ich mir sicher bin, dass ich diesen Hebel unbedingt betätigen muss. Also versuchen wir das mal schnell. Schnell machen. Nein? Okay, neu laden. Nicht vor den Wölfen erschrecken, die gleich kommen. Jetzt wissen wir, dass es passiert. Nein, sie macht es nicht. So sowieso nicht. Okay. Hm. Schnell. Nein, sie tut es einfach absolut nicht. Ich behalte mir den Speicherplatz und versuche das einfach, falls wir nicht weiterkommen, wann anders. So, wir sind hier noch in diesem komischen Säulenraum. Genau. Ja, eigentlich ist ja dieses Tomb Raider gar nicht schwer. Nein, das wollte ich noch nicht. Aber wenn man es lange nicht mehr gespielt hat, ist jedes Spiel noch mal ein bisschen knifflig. Was ist denn eigentlich hiermit? Sieht aus wie eine Tür. Und ich frage mich... Upsala. Nach wie vor... Kommen wir vielleicht von hier da dran? Von der kleinen Rampe aus? Nee. Weil ich möchte gerne noch nicht auf die andere Seite, sondern da in diesen Gang. Aber dafür müssen wir erstmal auf diesen Riesenblock kommen. Gucken, ob wir da noch doch irgendwie anders hinkommen. Aber hier ist ja auch kein Durchgang. Ich lasse mich nochmal hier runterfallen. Alles nochmal ganz genau angucken. Wenn ich mir doch nur die Architektur irgendwie besser vorstellen könnte. Also. Nochmal auf Anfang. Die Viecher sind ja Gott sei Dank schon tot. Hier kamen wir raus. Vielleicht holen wir uns schon mal von da oben die Kugel. Ich speichere mal neu. Ah ja, da ist sie schon. Nein, 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 nein! Ich wollte zur Seite springen. Uiuiuiui. Grab noch so geklappt. Genau. So, aber das Tor da oben kriegen wir erst am Ende auf. Und hier fehlt noch eins. Das ist bestimmt dieser eine gemeine Hebel. So, der Reihe nach. Einmal nach links. Dann sind wir hier. Okay. Na, dann betätigen wir den vielleicht doch mal. Reicht wohl nicht. Nein, ach, ich verdammt nochmal. Den da will ich so gern verschieben. Ja. Aha.
Jetzt sind wir schon mal hier. Ah, okay. Ist vielleicht doch jetzt der richtige Weg. Nee. So. So stehen wir gut. Mein Bildschirm ist gerade schwarz geworden. Das ist nicht gut. Ich starte mal kurz das Spiel neu. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Immer wenn ich da oben auf Aufnahme klicke, dann wird wieder alles schwarz. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich hatte jetzt eben versucht, mal blind zu springen, aber natürlich hat es nicht funktioniert. Was auch immer hier für ein Bug ist. Eventuell lässt mich auch ganz einfach meine DOS-Box bald wieder im Stich. Na, wir können auch erstmal da in den anderen Gang gehen. Den da. Sehr frustrierend, weil ich heute schon bei 3 Aufnahmen das Ganze aus verschiedenen Parts zusammenkleben muss. Und hier jetzt ja offensichtlich auch. Wo kommen wir denn da raus? Eben hat sich was verschoben. Habt ihr das gehört? Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Also irgendwas hat gerade Geräusche gemacht. Ich weiß nicht was. Wir werden es wohl auch nicht herausfinden. So, den Sprung dahinter. Nee, das brauche ich gar nicht erst versuchen. Aber da rein. Ah, jetzt hätte ich mal besser hier den Schalter da rechts wieder ausgemacht. Das mache ich jetzt auch. Ach, jetzt ist hier auf. Ah, schön. Womit auch immer ich das jetzt ausgelöst habe. Aber so sei es. Okay. Oh, da ist ja schon ein Schalterhebel. Ah. So, und wenn wir jetzt diesen Block weiter vorschieben mit dem Hebel. Aha, war ja typisch. Dann können wir da rüberspringen. Uiuiui, kompliziert. Kompliziert. Und wieder hier lang. Hoffentlich bleibt das Bild stabil. Irgendjemand da? Nein, nur der Tote. Und da kommt bestimmt ein netter kleiner Raptor raus. Was wäre Tomb Raider 1 ohne die Dinos? Upsala. Ich wollte springen, sie ist nicht gesprungen. Das hast du jetzt davon. Ach Mann. Waren wir da links noch gar nicht in der Tür. Hm. So.
Schön speichern. Eventuell hätte uns der andere Schalter mit der Bodenplatte ja auch nur zu einem Secret gebracht, wer weiß. Achso, nee, da laufe ich ja woanders hin. Uff. Ja. Wusste ich. Absolut berechenbar. Okay, da geht's rein. Ich speichere. Ich bin natürlich direkt reingelaufen. So, war hier nicht noch irgendwas mit Klingen oder so? Nee. So ein langer Aufgang. Heimtückisch. Ach so, ja. Hier die eine Mumie, die können wir erschießen, aber ich nehme dafür mal die Pistolen, das ist ja Quatsch. Die macht uns nichts, aber für den Kill können wir das tun. Ja, toll, oder? So, das hier ist also der gute Qualopack. So sei es. Dann heben wir das gute Teil mal auf. Wie gut, dass die Kugel jetzt schon weg ist. Erspart uns viel Stress. Tja, ein Anniversary war das irgendwie... Ah ja, doch. Upsi. Schlecht. Ich habe mich schon gewundert, warum hier nichts wackelt. Ach ja, dann machen wir das halt nochmal. Ja. Aber so dramatisch wie ein Anniversary ist es trotzdem nicht. Na, die Mumie lassen wir mal stehen. Der eine Kill bringt uns jetzt auch nichts. Also meiner Meinung nach sollte das dem Anstand wegen jetzt hier die ganze Zeit alles wackeln und schon einstürzen. Ja, ich mach's so gern. So, und jetzt nicht in die Mitte laufen. Ja, wunderbar. Na, lauf schon. Ja, ja, wir laufen wieder zurück. Das ist alles richtig so. Oh, stopp. Ja, wir werden angeschossen, aber hier ist noch ein Secret. Katzen sabotieren heute alle meine Aufnahmen. Der Fugu kam schon zweimal zum Schmusen, während ich aufgenommen habe. Also nicht nur so auf dem Boden, schmus mich, sondern ich leg mich auf deine Hand und beiß ins Mikro, schmus mich. Und jetzt prügeln sie sich die ganze Zeit und maunzen hier rum und sind angepisst. Und zischen durch die Gegend. Ja, ja. So. Anniversary-Schauer wissen schon, wer uns erwartet. Oh, und wir nehmen schneller einen Midi-Pack. Gut so. Well, you have my total attention now. I'm not quite sure if I've got yours, though. Hello? I'll heal and hide you to a barn door yet. Of course. You and that driveling piece of the Skion. You want to keep it so bad? I'll harness it right up your... Wait.
We're talking about the artifact here? Damn straight we are, right up. Hold on. I'm sorry. This piece, you say? Where's the rest? Miss Natler put Pierre DuPont on that trail. And where is that? Ha! You ain't fast enough for him. So you think all this talking is just holding me up? I don't know where his little jackrabbit frog legs are running him to. You'll have to ask Miss Natler. Thank you. I will. Ja, das war das Grab von Qualopec. Die Szene war schön mit Quicktime-Event in Anniversary. Bin ich ganz froh, dass uns das hier erspart bleibt. Hahaha. So, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Hab heute leider nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, aber das ist ja auch eine gute Stelle dafür. Und wenn gleich ein Video losgeht, wird die Aufnahme da nicht abstürzen, wenn ich nicht rechtzeitig auf Aufnahmestopp drücke. Wunderbar. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Hinterlasst doch gerne Kommentare, Bewertungen, wenn ihr noch im Kopf habt, wie dieses Level in Anniversary war oder es euch nochmal bei mir angucken wollt. Dann sagt doch mal, wie ihr das so im Vergleich findet. Ich meine, natürlich, es sind komplett andere Spiele, aber ich finde es doch immer sehr lustig, wie unterschiedlich manche Level einfach sind. Okay, damit wünsche ich euch noch einen schönen weiteren Dienstag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut!